Zeit ist reif, wir müssen reden. Das Klima wird's uns sonst nicht vergeben. Doch du willst nichts von Kernkraft hören, oder? Atomkraft? Nein, danke! Die Bewegung ist neu, ihr Zeichen ist U. Es muss sich was ändern, vielleicht bist das du. Das Klima braucht eine Antwort, sie lautet Kernkraft. Nein, das ganz sicher nicht. Hallo Nuklear, hallo Nuklear, hallo Nuklear. Hallo Nuklear. Doch Baby, wir waren hier schon mal. Wir haben gestritten, wir hatten die Wahl. Doch Kohle schien uns als das kleinere Übel. Hätten halt die Erneuerbaren mehr ausgebaut. Doch Kohle bis Sankt Nimmerlein, das kann's doch wohl nun echt nicht sein. Millionen Luftverschmutzungstote jährlich. Ja, aber die sind wenigstens nicht verstrahlt. Hallo Nuklear, hallo Nuklear, hallo Nuklear. Hallo Nuklear. Atomkraft, nein danke, wir sagten es alle. Das Meer steigt, Inseln sitzen in der Falle. Doch du gibst einen Scheiß auf die Fidschis, oder? La 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 la. Die Entscheidung scheint ach so beschwerlich. Alles fürs Klima oder doch nicht ehrlich. Wind und Sonne, Strom, Spann und Atomkraft. Atomkraft? Nein, danke! Hallo Nuklear. Hallo Nuklear. Hallo Nuklear. Hallo Nuklear. Und überhaupt, bei Windstille, da gibt's doch Batterien. Alles kein Problem. Die größte Batterie der Welt, Kalifornien hat sie bestellt. Gunt Remmingen lädt sie auf in einer knappen Stunde. Das ist halt eine Anstrengung. Ist sie nach 2 Minuten, ist sie leer. Wälder brennen in Kohlekraftwerken, weil wir dies als nachhaltig werten und alles wegen unserer Strahlenangst. Jawohl. Hallo Nuklear, hallo Nuklear, hallo Nuklear, hallo Nuklear. Ach Mensch. Technik ist jetzt ausgereift. Es wäre gut, wenn ihr eins begreift. Nüchtern verglichen war sie schon immer sehr gut. Das habt ihr uns früher auch erzählt. Die Unfälle haben uns alle erschreckt. Inzwischen hat die Wissenschaft entdeckt, Kernkraft etwa so tödlich wie Wind und Solar. Was für ein Quatsch. Hallo Nuklear, hallo Nuklear, hallo Nuklear, hallo Nuklear, hallo Nuklear. Yeah.
Also lasst sie weiterlaufen, bevor ihr es bereut. Es ist das Richtige.